Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 14 mit der Trainerkarriere. Und ja, beim letzten Mal haben wir ja so ein bisschen gescoutet und ja, ihr habt auch ein wenig kommentiert. Ich hätte mich da noch über ein paar mehr Kommentare gefreut. Aber gut, ich muss jetzt mit denen umgehen, die ich habe. Und nach denen sieht es so aus, als würden wir ja folgende Leute erst einmal ins nähere, ja, Blickfeld aufnehmen, sage ich mal. Und zwar wäre das der Grimaldo für links, Cancelo für rechts, also in der Verteidigung, Villena fürs offensive Mittelfeld, beziehungsweise, ja, fürs defensive, sagen wir mal. Ansonsten, offensiv Rabello war noch gefragt, oder eventuell auch noch der Herr Malander, müssen wir gucken, wie teuer der ist. Beziehungsweise Malander ist ja defensiv und Villena. Gucken wir dann nochmal fürs Offensive. Gut, und ansonsten im Sturm noch den werten Herrn Livaja und den Herrn Paco. Die haben wir noch nicht hier gescoutet, werden wir nochmal machen, schnell. Livaja und Paco. Nee, Quatsch, der heißt ja nicht Paco mit Vornamen. Also mal gucken, Moment, wie er denn mit Nachnamen heißt. Alcancer, genau. Den müssen wir uns auch nochmal angucken. Die sind halt relativ günstig, deswegen habe ich die mal ins nähere Auge gefasst. Aber ich glaube, die hatten irgendwie einen Accent hier, der Alcancer. Moment mal. Nehmen wir mal so. Jetzt dürft ihr den ja finden. Alcancer. Da ist er. Achso, ohne N. Alcacer. Gut, den nehmen wir auch nochmal auf. Der ist aber schon 20 hier, wie es aussieht. Ich weiß gar nicht, wie alt der andere jetzt war. Es ist ja schon immer ein bisschen älter. Und ansonsten müssen wir halt gucken, was unser Budget sagt. Ob wir uns da überhaupt die ganzen Leute leisten können, die ich hier so veranschlagt habe. So, Peru kommt natürlich wieder mit auf, mit in die Liste hier. So, den hatten wir hier verkauft, den Dom. Ist natürlich einer von denen, die ich am ehesten hätte noch behalten wollen als Backup, aber okay, jetzt nicht so schlimm, dass der weg ist. Gut, den Niklas Stark, den nehmen wir wirklich erstmal raus, weil der hat hier erstmal kein wirkliches Feedback bekommen und ich glaube auch, das wäre nicht so toll. So, der Cancelo ist ja wirklich ein ziemlich guter. Müssen wir halt gucken, wie viel ist der wert, ne? Ansonsten, wenn wir mal ein bisschen schon aussortieren, der Brennett, oh, da ist noch gar nichts vorhanden. Den hier fand ich immer ganz gut, den Oliver Torres. Aber der wird sehr, sehr teuer sein. Jethro Williams. Ja, der ist eigentlich auch ziemlich gut. Also, ich weiß immer gar nicht, wen ich hier überhaupt aussortieren soll. Bittencourt fand ich ja immer ziemlich toll. Gut, wir lassen erstmal weiter scouten und holen uns dann... Nächste, Chaloba war auch noch im Gespräch. So, erstmal Transferangebot für Bonnmann. Nehmen wir natürlich an hier. Es ist erstmal egal, wie viel wir dafür bekommen. Der soll einfach nur raus aus dem Kader, weil wir so einen großen Kader wirklich nicht brauchen. Gut, die Türkei. Bitte kontaktieren Sie uns umgehend. Ansonsten müssen wir Ihr Schweigen wohl so interpretieren, dass Sie kein Interesse haben, die Türkei zu trainieren. Ja, ist vielleicht so. Im Endeffekt haben wir ja erstmal so ein bisschen Feedback, also ich habe erstmal ein bisschen Feedback gekriegt, dass ich dann doch Australien nehmen sollte, auch wenn wir wahrscheinlich demnächst gar keinen australischen Nationalspieler mehr haben werden. Aber ja, vielleicht schaffen wir es ja die Mannschaft relativ gut, vorne unterzubringen. Müssen wir mal gucken. So, Kerim Frey war ja nur sehr, sehr schnell, ansonsten hat er hier irgendwie nicht so großartige Vorteile. Alex Lindsay. Ja, jetzt ist die Frage, wen wir auf links nehmen wollen. Da wäre ja der Carrasco noch da, der ja ziemlich günstig ist und auch wirklich sehr, sehr gute Werte hat. Moment mal, ich guck mal kurz, wie der da bei euch veranschlagt wurde. Das wäre Fischer gewesen. Aber Fischer ist wirklich sehr teuer. Ich habe den hier, glaube ich, auch gar nicht mit drin gehabt, weil der so teuer war. Hatte ich nur einen von den wirklich teuren drin. So, dann gucken wir mal rein. Wie es denn aussieht. Angebot zurückgezogen. Ja, jetzt sind wir halt kein türkischer Nationaltrainer mehr.
Achso, das war noch Bonnmann. Grimaldo, genau. Grimaldo wollte auch jemand haben. Müssen wir halt sehen, ob der sich jetzt so gut macht. Der ist halt, was die Deckung angeht, nicht so toll. Und Kopfbälle ist er, glaube ich, auch nicht so prall. Muss man sehen. Aber gut. Er ist noch sehr, sehr jung, deswegen da können wir noch viel draus machen. Ich würde sagen, wir kontaktieren ihn erstmal. Der hat ja noch nicht allzu viel Wert hier. Dann können wir mal mit der 400.000 hier starten. Und ja, wäre auf jeden Fall eine Personalie, die wir uns ganz gut leisten können. Cancelo dürfte teurer sein. 625.000 Wert. Ja, wir gehen erstmal auf 1 Million und gucken, was sie sagen. Ach Quatsch. So. Ja, auf jeden Fall wird's am Ende der Folge oder der nächsten Folge wahrscheinlich dann erst auf jeden Fall einen richtig großen Umbruch geben in der Mannschaft. Juh, die beiden sind noch nicht ganz durchgescoutet. Malander zentral defensiv. Ja, der war ja sehr, sehr stark. Deswegen, da werde ich auch auf jeden Fall mal ein Angebot unterbreiten. Gehen wir mal auf 1,8 Millionen. Und schauen, was er dann sagt. So, fürs Defensive wäre ansonsten noch gewesen der Herr Chalobah und ich glaube, irgendwer war doch noch. So, aber Chalobah ist nicht ganz so gut. Ich würde da erstmal abwarten wollen, was der andere sagt und für jede Position erstmal nur eine Person veranschlagen, damit wir nicht so viel Geld erstmal nicht mehr zur Verfügung haben. Gut, Bruma. Auf jeden Fall einer von den Spielern, die ich auch unbedingt haben möchte. Da ist ja entweder Carrasco oder der Bruma. Carrasco ist halt um einiges günstiger. Wenn wir mal gucken, was wir hier für den Bruma bieten müssten. Das wäre halt der Top-Transfer bei uns, ne? Wir können ja mal hier anfangen mit einer 2,7. So viel ist er wert. Und gucken, ob er kommt. Und ansonsten linker Mittelfeldspieler. Nee, Quatsch, rechter. Können wir nochmal bei Bakari vorbeischauen oder hier Young wäre auch noch was. Viktor Fischer, wie gesagt, ist mir da so ein bisschen zu teuer. Der würde, glaube ich, so 7, 8 Millionen kosten. Ja, Young müssten wir überbezahlen, deswegen das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Nehmen wir den mal raus, damit wir hier nicht zu viele Leute drin haben. Und rechter Mittelfeldspieler ist hier gerade nicht drinne. Nein, Bakali. Warum ist Bakali hier gar nicht mehr drinne? Ach doch, da ist er. Wo habe ich denn hingeguckt hier? Zakaria Bakali ist ja wirklich ein sehr, sehr junger hier. Immer noch 17 Jahre alt, obwohl wir schon die Hälfte der Saison rum haben. Also auch jemand, wo ich sage, können wir mal ein Angebot machen. Aber auch sehr, sehr, sehr teuer. Müssen wir mal gucken, ob der vielleicht relativ günstig zu erstehen ist. Ansonsten bringt das natürlich nicht allzu viel. Gut, und dann müssen wir noch die beiden Stürmer zu Ende scouten lassen und zentral offensiv nochmal gucken, was wir da so holen. Aber dann würde ich sagen, wir spielen erstmal das Spielchen hier gegen Augsburg und ich hoffe, es geht weiter mit relativ guten Ergebnissen bei uns. Zuletzt hat das ja geklappt. Ich muss mal gucken, ja, heiteres Wetter. Passt einigermaßen. Ich sehe ja bewölktes Wetter immer am liebsten, aber heiter ist auch nicht verkehrt. Gut, jetzt sehen wir hier schon, der Kader ist kleiner geworden. Bandowski, Kehl und Alomerovic müssen noch weg. Amini eventuell. Schieber sollte noch weg. Kirch. Also da ist noch einiges, ja, noch nicht so, wie ich das haben will. Aber es kommt noch. So, Amini ist ein bisschen besser hier, finde ich. Wenn wir auf den setzen. Denn der wird eher bleiben als der andere Herr. Da ist immer das Problem, dass ich nicht großartig rotieren kann und will, weil bis auf Hofmann und Günther nicht wirklich große Talente da sind, die ich groß fördern möchte. Das heißt, die Stammspieler spielen zu lassen, wäre, glaube ich, so das Beste hier immer. Und ja, deswegen seht ihr immer noch nicht so viel Rotation. Aber das wird, wenn die anderen Spieler dann nachher da sind, auf jeden Fall noch anders werden. Gut, schauen wir mal. Ich habe jetzt erstmal eine Weile nicht gespielt, habe eben nochmal ein kleines Spielchen gemacht, habe da auch gewonnen in der Trainerkarriere, also privat. Und mal sehen, wie es jetzt läuft. Ob ich hier noch drin bin. Oh, das gibt's doch nicht. Kommt er da nicht ran, weil er da den Ball so komisch verspringen lässt. Der Gegner. Tja, gegen Augsburg sollten wir eigentlich nicht wirklich Probleme haben.
Das war natürlich ein Foul. Hoffentlich gibt es dafür keine Gelbe im Nachhinein. Ah, das gibt's nicht hier, wie die Bälle hier verspringen. So, da unten ist jemand. Ah, ein ganz schlechter Pass. Der genauso. Ich wollte aber auch eigentlich den anderen Spieler. Ja gut, gibt's doch noch Gelb für. Ist das Dennis Aitekin? Sieht danach aus, aber ist es glaube ich nicht. Ich glaube, die haben hier nur drei oder vier Deutsche drinnen, die ich auch alle nicht kenne. Heino Wasserschneider und irgendein anderer, der so einen komischen Namen hat, waren hierbei. Das weiß ich auf jeden Fall. So. Da unten. Und auf geht's. Jetzt mal nach vorne. Die Augsburger dürfen hier nicht großartig zu Chancen kommen. Oh, was macht der denn da? Warum läuft der denn da so komisch nach vorne? Das verstehe ich nicht. So aus. Genau. Bin ich ja mal gespannt, wie sich der Cancelo macht. Den habe ich noch nicht gehabt. Der Byron hat sich bei mir relativ gut gemacht mittlerweile. Ist bei einer 77 und immer noch nur, ich glaube, 22 oder so. Also der auf jeden Fall relativ talentiert. Genauso wie Samu Castillejo oder so. Der hat am Anfang, wie gesagt, 62 gehabt, habe ich ja schon mal erwähnt. Und hat mittlerweile bei mir jetzt eine 77. Also richtig gute Spieler, die ich da rausgefunden habe. Ach Gott. So, da ist jemand verletzt anscheinend. Ansonsten habe ich noch Biogo Poku gehabt. Er war zwar, also der wäre jetzt in die Talente-Videos nicht mehr reingekommen, weil er schon 20 ist, hat aber mittlerweile mit 22, glaube ich, oder 23 auch eine Stärke von 78. Also ich habe da schon eigentlich ganz gute Leute immer gefunden. Aber da habe ich auch größtenteils privat immer nur generell scouten lassen. Sonst habe ich ja jetzt immer alles Mögliche durchgeguckt nach Stärke. Also nicht nur das, was mir der Scout so von sich aus rausgibt, sondern auch selber nochmal geguckt, welche Spieler es gibt, die noch besser sind. Und ja, die Scouts, die geben einem natürlich nur die talentiertesten Spieler raus, also die, die auch wirklich Potenzial haben. Und ja, deswegen kriegt man da eigentlich immer schon relativ gute mit. Gescoutet. So, Augsburg eigentlich jetzt schon wieder keine wirkliche Offensivbemühung mehr. Vorher mal so ein bisschen Pressing gespielt am Anfang. Jetzt haben wir das ein bisschen abgefedert. Ich hoffe, dass das jetzt alles mal aus die Offensiv bringt. Oh, Levy, warum guckst du immer nach hinten, Mensch? Du sollst einfach nur laufen. Wenn der hier ganz normal sein Tempo runterlaufen würde, so wie es anfangs macht, würde den Ball auch locker kriegen. Aber irgendwie fühlt er sich immer genötigt, hier nochmal zum Ball zu gucken, weil er irgendwie denkt, oh, der geht verloren unterwegs. So, jetzt komm. Ziehen wir mal nach innen. Und da ist eine Lücke. Und da macht natürlich Reus das Ding ganz sicher. Also da haben sie uns natürlich alle Türen offen gelassen. Und ja, Reus nutzt das natürlich aus. Der Innenverteidiger läuft da mit unserem Spieler mit. Warum auch immer. Und ja, Reus natürlich eiskalt. Da kennt er nichts. Also auch die Führung gegen Augsburg. Und auch verdient. Die haben ja, oh, nicht schon wieder gelb. Die haben ja bisher, wie gesagt, nur am Anfang mal kurz Druck gemacht. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingestellt wieder. Ja, der soll da eigentlich noch ein Stück weiter gehen, der Ball. Der war aber auch, glaube ich, nicht so doll gedrückt. So, Reus nochmal. Ja, komm, weiter. Kriegst du wenigstens noch eine Flanke hin. Wo spielst du denn hin? Der steht doch genau neben dir da. Foul. Na, das gibt's nicht. Foul wird auch wirklich nur dann gepfiffen, wenn er hier aktiv eine Aktion gemacht hat, so wie man das selber auch hat, dass wenn man nicht wirklich eine Taste drückt, dass er dann auch wirklich kein Foul zählt. So, da sollte er nicht hin. Sollte eigentlich nach da oben, aber gut, den machen wir trotzdem. Nein, den machen wir trotzdem, habe ich gesagt. Genau, schönes Ding. Lewandowski hat sich da nochmal durchgesetzt und macht hier sein 10. Saisontor. 2:0 jetzt gegen Augsburg. Das sieht doch schon mal gut aus. Auch wenn er den ersten nicht reinkriegt. Obwohl, sah irgendwie so aus, als ob er gar nicht mehr dran war. Sondern sein Gegenpart. Ja, hier nochmal ein Foul. Das ist bestimmt nochmal die Gelbe im Nachhinein. Jo, hat er gekriegt. Man sieht hier, gelb umrandet der Levy. Das heißt, wir werden ihn zur Pause auch mal rausnehmen. Ich denke mal, wenn wir jetzt hier keine zwei Tore fangen,
Können wir sowieso mal den Duxch drauf setzen. Ja, übrigens, Duxch habe ich vergessen gehabt. Von den Spielern, wo ich gesagt habe, auf die können wir erstmal setzen am Anfang. Problem ist, Duxch wird sich nicht so gut entwickeln, glaube ich. Also bei mir in der Trainerkarriere habe ich den wirklich sehr häufig spielen lassen. Und der hat trotzdem nicht viel rausgemacht. Mittlerweile habe ich da so ein paar Talente dabei. Einer heißt auch Caligiuri, was auch lustig ist, weil es gibt ja schon relativ viele Caligiuris mittlerweile in der Bundesliga. Sind zwar, glaube ich, nur zwei, aber ist ja trotzdem im Vergleich zu anderen Namen dann schon relativ häufig. Und ja, der hat auch eine relativ gute Stärke und ist erst 16 oder 17 gewesen und hat immer noch, ich glaube schon 70 oder so. Und dann habe ich noch einen Innenverteidiger bekommen, der war auch 17 dürfte der sein und hat eine Stärke von 71 oder so, also auch ein Supertalent eigentlich. Und ja, mit solchen Leuten gehe ich immer ganz gerne um, deswegen hoffe ich, dass es hier auch nochmal sowas gibt. Ich weiß nicht, ob die Fähigkeit, also man kann sich ja hier so Sachen freischalten im Katalog, da gibt es unter anderem auch ein Supertalent scouten und ich habe zwischendurch halt sowohl die Karriere hier gespielt als auch meine private und dann hoffe ich einfach, dass dieses Talent, was ich da eigentlich gescoutet habe oder scouten sollte, dass das auch hier in der Karriere reinkam und nicht in meine private. Da bin ich mir noch nicht so sicher, weil das eine könnte nämlich der Caligiuri sein, der da relativ gut war. Hier war nämlich eigentlich, wir haben zwar hier auch ein, zwei Leute in der Jugendmannschaft, aber wir waren glaube ich nicht so gut. Haben auch relativ viele Leute drin. Wirklich richtig ein Supertalent haben wir da nicht dabei. Ja, der war ein bisschen zu optimistisch gedacht. Aber Reus hier versucht es immer wieder. Konnte sich jetzt nicht durchsetzen, aber ich finde trotzdem, der macht ein gutes Spiel hier. Reus auf jeden Fall auch immer jemand, der ja einfach gut dribbeln kann. Ich habe auch nochmal in der privaten Karriere ein Tor gemacht, was einfach nur der Hammer war. Da habe ich drei Leute ausgedribbelt mit Reus, glaube ich, war es. Und habe dann aufs Tor geschossen, den gegen den Pfosten gelenkt und dann war er drin. Das Tor kann ich euch auch nochmal zeigen. Das lasse ich dann nämlich ja im Vorspann sozusagen von dem Tor des Monats laufen. Ja, Schmelzer kann auch nochmal abziehen hier. Solange er aufs Tor guckt, schießt er dann auch aufs Tor. Von daher passt das. Schmelle ja nicht unbedingt ein Goalgetter, der jetzt hier großartig eine Torquote erfüllen müsste. Beziehungsweise Torversuchsquote. Oh ja, der war nochmal abgewendet. War aber auch aus dem Winkel schwer, den Ball in die Maschen zu drücken. Da hätte eventuell ein abgefälschter Schuss dazu führen können, dass er den nicht mehr rauslenken kann. Und dann wäre er vielleicht reingegangen. Ansonsten war das wirklich schwer zu machen. Oh, der war zu doll. Reus, ja. Mensch, kann auch nicht jeder drin sein. Kein Problem. Gut, weiter geht's. Hummels. Ah, ich habe doch schon gepasst gehabt. So, Miggi. Oh, der ist wieder sehr, sehr langsam geworden. Ja, na klar. Schießt uns da an, obwohl wir eigentlich hinter ihm stehen. Hätte uns eigentlich nicht treffen dürfen. Aber irgendwer hat das doch geschafft. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Wie die Bälle hier so verspringen, das ist echt komisch. Springt er da in die Luft, obwohl wir da irgendwie dagegen laufen. Normalerweise wäre der locker ins Ausgegangen. Sowas ist ja immer der Anfang einer tollen Geschichte. Oftmals kriegt man ja dann durch so einen Quatsch immer ein Gegentor. So, Levy. Und weiter auf Mickey. Und Mickey haut ihn daneben, was ist denn da los? Der muss doch drin sein, Mensch. Reus hätte ihn gemacht. Und Aubameyang auch. Ja, der hat sich nochmal nach außen gedreht, der Ball. Gut, kann ja auch nicht jeder in die Maschen gedrückt werden hier. So, auch mal ein Ballkontakt für Weidenfeller. Ist auch ganz wichtig. Weidenfeller ja übrigens jetzt auch für die Nationalmannschaft gespielt und hat auch keinen Ball reingelassen soweit, obwohl er auch nicht so viel zu tun hatte. Ich glaube, ein, zwei Paraden war mal zu sehen, ansonsten nichts. Aber ich sag mal, da könnt beim ersten Länderspiel kann ja auch wirklich irgendwelche Unsicherheiten auftreten, weil man halt wirklich aufgeregt ist. Und ich finde auch gut, dass einfach dieses Zeichen gekommen ist. Ich finde, jetzt ist es einfach, ne, mehr muss gar nicht geschehen. Ich fand es aber unfair, dass ein Weidenfeller nie berücksichtigt wurde für den Kader. Der ist einfach ein guter Torwart und hat auch in letzter Zeit immer
wirklich konstant gute Leistung gehabt. Und ja, auch nicht so wirklich viele Unsicherheiten gehabt. Viele Torhüter wie ein Adler oder so, die haben halt viele Unsicherheiten, wo ich mir denke, gut, den muss man jetzt nicht drin lassen, nur weil der schon 2 oder 3 Jahre dafür die Nationalmannschaft gespielt hat. Da macht dann dieses bisschen Erfahrung auch nichts aus. Ja, Piszczek. Ich habe versucht, den nochmal reinzuschlänzen, aber da ist nicht viel draus geworden. So, jetzt können wir hier die Auswechslung bringen, sonst kommen die wieder zu spät. Dann nehmen wir doch mal Mkhitaryan für Amini runter, Duxch drauf für Levy, damit er hier nicht gefährdet wird. Und ja, Reus können wir nochmal gegen Großkreuz auswechseln. Und ja, dann geht's weiter. Großkreuz ja immer so ein bisschen defensiver. Übrigens, in meiner Trainerkarriere privat hatte ich in jedem Spiel, was Großkreuz gemacht hat, ein Gegentor. Ist auch lustig, denn es zählt dann, glaube ich, ab der Minute, wo er spielt. Und die Spieler, für die er gekommen sind, hatten dann nicht so viele Gegentore, also in der Zeit, in den Spielen. Das heißt, jedes Mal, wenn der eingewechselt wurde, gab es wirklich Gegentore. Das ist echt erstaunlich. Es gab keinen Spieler, der auch nur annähernd so eine Quote hatte. Die meisten hatten die Hälfte der Spiele oder weniger als die Hälfte der Spiele mit Gegentor bekommen. Aber er war da wirklich extrem drauf. Ich habe den zwar nicht so häufig spielen lassen, aber da das ja erst danach gezählt wird, wenn es davor gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, vielleicht bringe ich den immer, wenn ich ein Gegentor kriege, weil der relativ defensiv ist. Was zwar nicht viel Sinn machen würde, weil ich dann eher ein Tor schießen wollen würde, aber so als offensiven Impuls generell, dass man nochmal jemanden hat, der ein bisschen frischer ist, ein bisschen mehr laufen kann. Aber ja, daran lag es wohl nicht, weil es zählt immer wirklich nur ab dem Moment, wo er dann auch spielt. Da wird dann gezählt, ob in der Zeit ein Gegentor bekommen wird. Und ja, wie gesagt, bei ihm war das immer der Fall. So, Duxch. 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 Ach, der. Das ist einfach ein Problem in dem Spiel, dass du wirklich mit solchen relativ schlechten Spielern kannst du nicht durchdribbeln. Das geht nicht, ja. Ich war ja eigentlich schon durch, aber den letzten, den kriege ich nicht mehr, weil der einfach, sobald ich schieße, ist der Spieler 50 Mal schneller als ich. Ich weiß nicht, warum das so ist. Da müssen sie es defensiv nochmal irgendwie so ein bisschen gestalten, als ob da jetzt jegliche Chance vermieden werden muss. Aber ich finde das echt Quatsch. Ich finde, das Spiel an sich ist schon relativ schwierig auf Weltklasse. Da muss man jetzt nicht noch dafür sorgen, dass man da wirklich kaum eine Chance hat, das Ding zu machen. Ah, was macht ihr da? Verstehe ich nicht. Gut, das wollte ich zwar nicht, aber ich habe vorher auf die Schusstaste gedrückt und habe gedacht, mit der X-Taste kriege ich den Schuss abgewendet. Das war zwar auch der Fall, aber ein passendes Aus war jetzt auch nicht die beste Alternative. Gut. Amini? Nee. Foul hier die ganze Zeit. Ich glaube, das ist schon das zweite Foul gewesen von Amini. So, Großkreuz. Wie gesagt, defensiv hat er seine Qualitäten dafür hier. Der passt nicht allzu toll. Ja, Amini kriegt noch die gelbe. Jude ist natürlich nicht gut, wenn man jetzt hier nur so ein paar Minuten spielt und dann gleich die gelbe kassiert. Amini, finde ich, sieht auch nicht wirklich so aus wie in der Realität. Da gibt es bessere Beispiele. Oh, schön gehalten. Schöne Parade. Beispielsweise ein Piszczek, den finde ich hier richtig gut gemacht. Der sieht wirklich so aus wie in der Realität. Das gibt's doch gar nicht. Jedes Mal, wenn man schießt, laufen die hier 5 Meter schneller. Das kann doch nicht sein. Mann, Mann, Mann. Ich muss mich hier sogar aufregen, obwohl wir führen. Ich mag es nämlich nicht, wenn irgendwas nicht so klappt, wie ich das will. So, jetzt weg hier. Tja, schön gemacht. Hat's nochmal abgewendet da, dass wir hier den Konter bekommen. Aber irgendwie, die drängen schon wieder so drauf. Die werden garantiert noch ein Tor schießen. Wenn es jetzt auch nur so ein dämlicher Eckball ist, aber ich kenne das schon. Ja, wenn die so extrem viel Druck machen, kommt fast immer ein Gegentor raus. Ein Glück jetzt hier daneben geköpft. Mal sehen, ob wir es abwenden können, dass wir hier ein Gegentor kriegen. Ich will ja mal zu Null spielen, damit wir hier den Weidenfeller mal so ein bisschen stärken. Immer wenn er zu Null spielt, kriegt er auch ein bisschen bessere Werte und so weiter. So, Bender. Das ist natürlich auch für die andere anderen Mannschaftsteile gut, wenn die Abwehr zum Beispiel hier erstmal kein Gegentor bekommt, ist das für die natürlich auch super. Ah, Mensch, das gibt's da nicht. Das erhöht dann gleich immer mal die Form, glaube ich. Man merkt sofort, wenn man so wirklich schlechte Spieler draufsetzt, dass die Gegenspieler besser sind, warum auch immer. Das finde ich absolut lächerlich.
Ja, die werden auch viel früher angegriffen und können nicht wirklich einen Zweikampf gewinnen, auch wenn die eigentlich das schaffen müssten. Aber die Gegenspieler sind aggressiver. Ich finde das total dumm, weil so also haben die einen doppelten Nachteil, die Spieler, die sonst nicht drauf sind. Duxch, ah, irgendwann schafft er mal. Das meine ich, ja. Normalerweise wäre der jetzt durch gewesen, wenn ich einen anderen Spieler gehabt hätte. Da stellt er das Bein dann aber nochmal dazwischen. Also es ist schon komisch. So, Schmelle. Auf Großkreuz. Der kommt nicht ran. Warum gehst du auch nicht zum Ball? War der im Aus schon? Nee. Gut, jetzt gibt's einen Einwurf wenigstens für uns. 5 Tore hier für Werner schon. Werner Beinhardt. Ah, oh, das kann doch nicht wahr sein. Ja, komm, mach einen Einwurf. Gündogan. Komm mal einer ran. Ran hier. Los. Ja, es war klar. Weil ja auch keiner hinkommt, ne? So, Amini jetzt hier. Auf Schmelle. Schmelle. Ah, oh, das war ein dämlicher Pass. Ich wollte ihn extra ein bisschen döller spielen, damit er da trotzdem durchkommt. Das war kein Foul. Oh, der ist verletzt. Ja, okay. Das Spiel ist ja eh vorbei. Das war auch kein Foul, was wir da gemacht haben. Wir haben vorbei gespielt. Marco Reus, der beste Mann, kann ich bestätigen, war hier wirklich der spritzigste und auch beste mit Abstand. Das stimmt wohl. Weidenfeller auch eine gute Parade gezeigt, muss ich sagen. Und ja, damit der Part jetzt nicht unnötig lang wird, weil wir vorher schon ein bisschen was gemacht haben, mache ich hier Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, wir können unsere Serie hier fortsetzen. Warum ist denn Wolfsburg vor uns? Achso, die haben ein Spiel mehr. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Euer Schuto.